So, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Kurz zur Info, was bis jetzt passiert ist. Ich habe mir farbiges Glas besorgt, dann habe hier den Boden schon mal ein bisschen, also zur Kirche hin, angepasst. Habe umgesetzt, was der Pate mir geschickt hat für dieses Crest innen drinne. Das lassen wir dann auch erstmal so. Ich bin mir nur noch nicht sicher. Ich habe es jetzt mal in blau gemacht. Ne, das normale. Also vielleicht mache ich auch... Vielleicht sollten wir weißes Glas nehmen, weil dann sieht das... Dann kommt dieses Gitter da drinnen nämlich weg. In dem farbigen Glas ist nämlich hier in diesem Texturenpaket kein Gitter drin. Auch wenn ich irgendwann mal mein eigenes wieder nehmen möchte in 1000 Jahren. Und innen drinnen machen wir dann farbig. Ich bin mir noch nicht sicher, wie das am besten aussieht. Ob das blau sein soll... Oder vielleicht innen drinne blau und dann lila drumrum oder schwarz in der Mitte und die beiden oder andere Farben drumrum. So, ich finde auf jeden Fall erstmal dieses Zeichen, das kann man erstmal lassen. Finde ich erstmal gut. Ja, vielleicht tausche ich wirklich nur das andere Glas später gegen weißes Glas aus, damit das farbige einfach mehr auffällt. Ich finde fast, dass es ein kleines bisschen untergeht. Aber das kann auch andere Gründe haben. So, dann habe ich aber hier mein Inventar mittlerweile voller Bricks. Hier blende ich mal kurz hoffentlich gerade oben irgendwo ein Bild ein. Oder jetzt gerade hier einfach so, wie viel ich wirklich an Clay mal gesammelt hatte. Damit ich dann nur dieses bisschen Inventar voll kriege. Und ich bin schon nochmal losgegangen. Hier ist noch irgendwo was drinne. Ja, ein bisschen. Weil ich habe nämlich schon offscreen, habe ich jetzt auch schon da oben zugemacht. Und wir haben uns hier schon so eine Wendeltreppe jeweils hingebaut. Ja, damit wir den anderen, also damit ich hier dieses andere Gestell, was wir da hatten, wegmachen konnte einfach. So, und dann gehen wir hier mit der Wendeltreppe, gehen wir nämlich jetzt hier hoch. Moment. Man kann an beiden Seiten, kann man halt hochgehen. Kommt dann hier oben rein und dann hat man hier dieses... Ja, diesen Laufsteg, diese Balustrade. Und man kann auch jeweils hier das Dach betreten. So. Und dann kann man natürlich auch, wie es halt bei vielen unserer Gebäude ist, kann man auch ganz oben drauf. So. Und hier muss ich mal gucken, ob wir da im Nachhinein irgendwann auch nochmal irgendwas draufsetzen oder so. Aber erstmal nicht. Na, dann kann man natürlich auch, hier habe ich einen Tisch halt einfach, damit wir hier oben, ich will hier noch so Balken reinziehen, damit es aussieht, als wäre das Dach auch wirklich gestützt. Kann man hier auch auf das hintere Dach gehen. Jetzt müssen wir eigentlich hier hinten die Dinger noch ausbauen. Dafür muss ich aber auf jeden Fall gucken, dass ich... Was muss ich denn gucken? Ich muss gucken, dass ich die Figuren, die da rein sollen, gebaut kriege. Weil danach richtet sich ja schließlich die Höhe dieser Kuppeln, die da drin sind. Hier muss ich mal gucken, was ich da an Stein oder so reinmache. Drei verschiedene halt. Es wäre natürlich geil, wenn ich das dreifarbig mache, ne? Also mache ich da wieder Glas rein und da auch wieder Glas rein und hier in den drei mache ich irgendwelche... Da müsste ich die Farben, was da oben reinkommt, vielleicht hier drin spiegeln. Also wenn ich dann zum Beispiel blau nehme für den mittleren Teil, mache ich halt hier in die mittlere Öffnung, mache ich Lapis Lazuli. Dann könnte man zum Beispiel, wenn ich grünes Glas nehme auf der einen Seite, weiß ich nicht, dann nehme ich hier zum Beispiel, nehme ich extra Rubinblöcke. Und wenn ich dann... Ja, schwarzes Glas oder sowas. Also es gibt ja irgendwie eine Äquivalenz dazu. Dann nehme ich halt Kohleblöcke auf der Seite oder Teer oder... Gibt's Teer? Oder versuche ich mich jetzt mit Creativeverse, weil da gibt's Teer. Gibt's in Minecraft auch Teer? Nee, ne? Noch nicht. Noch nicht. Gibt's bestimmt irgendwann noch. So, das heißt, ich muss jetzt erstmal gucken... Ah, scheiße. Das wäre vielleicht ganz geil. Ja, wobei ich kann die ja dann, also zumindest die Figuren kann ich aus schwarzem Ton bauen.
aus Terrakotta. Da habe ich auch noch viel zu wenig von, glaube ich. Aber das lässt sich ändern. Das kann man holen. Glaube ich. Weil dann könnte ich nämlich... Aber da kann ich auch keine Treppen draus machen, ne? Das heißt, es müssten wirklich einfach nur... Ah, wie mache ich das denn? Das wäre natürlich auch geil, wenn die dann aus dem jeweiligen Material bestehen würden, diese Figuren. Wobei, vielleicht ist es auch gut, wenn die gerade dann nicht daraus bestehen, damit sich das abhebt. Fragen über Fragen. Ich glaube, wir machen hier in der Mitte dann, machen wir eine Figur, die so ein bisschen die Arme auseinander hält. Damit es so, also zumindest so aussieht. Hier eine Figur, die aussieht, als würde die Arme ineinander stecken vielleicht. Und hier eine, die eine Hand nach vorne hat und dann sowas wie einen Stab in der Hand hat. Dann machen wir die aus Stein. Aus verschiedenen Steinen. Ist das eine Möglichkeit? Weil dann erst kann ich ja, dann erst brauche ich eigentlich das erst wieder. Aber wobei ich kann ja schon mal... Ich kann ja schon mal die Wände hochziehen. Und Fenster kann ich später noch reinhauen. Ja. Weil hier sollen zumindest so das ein oder andere Fenster soll ja natürlich auch noch rein. Und nach oben hin, beliebig, kann man das natürlich noch erweitern. Aber da müssen wir gucken. Zack, schon ein Stack weg. Ah, ich habe erst gedacht so, ah, guck mal, jetzt hast du ein ganzes Inventar voll und so. Das ist bestimmt ausreichend. Aber da habe ich mich natürlich mal wieder geirrt. Ich bin fast... Ich befürchte fast, dass wir gerade mal einen dieser Räume damit fertig kriegen werden. Aber wie hoch muss so eine Statue denn sein? Also mindestens... Ja, damit die halbwegs okay aussieht, muss die schon 10 Blöcke hoch sein, ne? Ah. Ja, während ich da drauf rumdenke auf jeden Fall, oder ihr vielleicht auch, mir da ein bisschen bei helft und... Gehen wir mal so durch, was denn so in den letzten Tagen und Wochen noch so passiert hätte sein können. Beziehungsweise, was euch so interessiert. Nee, ich möchte da bitte genau. Na komm. So. Und deswegen gehe ich jetzt nochmal... Kurz mache ich den zweiten Rechner auf und guck nochmal eben. Ich mache den auf, genau. Und guck deswegen, was ihr so noch geschrieben habt. Und ob wir damit was anfangen können. Ob ich da irgendwie darauf antworten kann oder so weiter und so fort. Bitte, bitte. So. Es wurde auf jeden Fall angefragt, wann und ob ich nochmal ein neues Minecraft One Piece Schiff baue. Ja. Werde ich. Ende. Nee. Klar werde ich dann nichts. Habe ich ja gesagt. Sobald dann die Kirche fertig ist, ist wahrscheinlich nochmal ein Schiff dran. Dann habe ich aber ja gesagt, machen wir wahrscheinlich ein Marineschiff. Und ich würde gerne, also ich würde wirklich gerne das von Admiral Garp bauen, weil halt auch wieder, der hat halt so einen Hundekopf vorne dran an diesem Schiff. Und das ist auch schon wieder so ein bisschen so eine Herausforderung, ne, das dann so darzustellen, dass es auch noch was aussieht. Ja, vergiss es. Ich glaube, ich werde gerade so diesen einen Raum neu fertigstellen können, wenn das so weitergeht. Also für alle drei wird es auf jeden Fall nicht reichen. Also glaube ich nicht, oder? Ja.
Ja, und da werden wir auf jeden Fall, werden wir demnächst nochmal ein Schiff bauen. Muss ich halt mal gucken, welches. So, aber finde ich auf jeden Fall schön, dass danach gefragt wird, immer mal wieder jetzt in der letzten Zeit. Dass den Leuten anscheinend das, was ich da so baue, auch gefällt. Dass man da halt nachfragt, ob davon mehr kommen kann. Das freut mich. Also vor allem, weil anscheinend habt ihr in euren Minecraft-Welten dann ja auch Verwendung dafür. So, wie viele Steine haben wir denn mittlerweile? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, also das heißt, so hoch wird mindestens die Statue, die da drin ist. Dann müssen wir vermutlich... So, ich mache jetzt erstmal, so hoch wird dann die Statue. Und die Kuppel, also das Dach, was da drauf kommt... Ah, guck mal. Sind wir auf der Höhe der Bahn. Oh, das ist cool eigentlich, wenn wir auf der Höhe der Bahn sind. Vielleicht lassen wir die Bäume sogar hier. Oder aber... Ich mache später mit Absicht, mache ich hier an die Seite von dem Ding, mache ich hier auf der Höhe, mache ich eine Leiter dran. Dass man dann, wenn man hier von der Bahn auskommt, zack, hier direkt an das Gebäude dran springen kann. Und dann kann man nämlich dieses Gebäude, naja, als, ja, wieder als Weg runternehmen, ohne dass man sich den Hals bricht. Oder beziehungsweise um seinen, Assassin's Creed-artigen Weg fortzusetzen. So, wir lassen es erstmal so. Ich komme bestimmt da irgendwie noch rauf. Ansonsten baue ich mir später irgendwas. So. Aber. Ja, und ich... Ah, ich lese es gerade. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal die... die eine Episode aus dem Thousand Sunny oder aus dem, welchen war das? Blablabla, Thousand Sunny, Nummer 26. Ja, die ist, haben sie mir damals gesperrt, weil irgendwie ein Musikclaim da drauf war von irgendeinem Third-Party-Alignment, blablabla. Und ich kann natürlich, kann ich einzelne Videos aus dem Tutorial wieder hochstellen. Ist halt dann natürlich blöd, weil dann muss ich die entweder komplett nachvertonen, was einfach mal vollkommen witzlos ist, dass ich mich da hinstelle und kann ich die Tonspuren separieren eigentlich nachträglich noch? Nee, ne? Geht nicht. Weil ich habe die ja in dem Video vereint, bla, ne, das müsste, also glaube ich nicht, dass es geht. Aber auf jeden Fall, dann kann ich die halt nur ohne Ton reinstellen, dann kann man halt wenigstens gucken, was da wie gemacht worden ist. So, jetzt müssen wir mal wirklich gucken. Habe ich noch Kobbel vielleicht? Nee, aber ich habe hier normalen Stein. Der wird automatisch zu Kobbel dann. Ja. Dann nehme ich jetzt diesen Stein hier mit. Und baue da draus dann erstmal die Statuen. Und ihr überlegt dann mit mir zusammen bis zum nächsten Mal oder so, was war da jetzt draus? Also welches wirkliche Material wieder. Hier, Black Terracotta habe ich hier zum Beispiel noch. Aber da kann man halt auch keine Treppen draus bauen. Was halt schon schade ist. Ich habe da hinten gar kein Crafting Table. Ich müsste den hier mitnehmen oder mir einen neuen bauen. Ich baue mir einen neuen. Man kann nie genug Crafting Tables haben. Ach, und ich hätte da direkt für hier noch... Ich hätte auch direkt für hier noch Dingens mitnehmen können. Dingens, nennt sich Glas. Fensterscheiben. So, das heißt... Ich baue erstmal das hier so ein bisschen zu. Dann baue ich das wieder ab. So, und jetzt habe ich wieder Cobblestone. Mit dem kann ich mir ein paar Treppen bauen und so einen Käse. Ich würde sagen, wir fangen mit dem mittleren... Mit der mittleren Figur fange ich jetzt erstmal an. Weil... Ja, dann ist eigentlich egal. Aber mit der mittleren Figur fange ich jetzt halt einfach mal an.
Und da müssen wir dann halt gleich einfach gucken, wie wir das irgendwie gemacht kriegen. So, wir werden wahrscheinlich welche davon brauchen. Ne? Vielleicht ein paar davon. Und dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Kobbel noch. So. Ich hoffe mal, das reicht dann, aber das werden wir gleich rausfinden. Allzu groß dürfen die Figuren halt trotzdem nicht werden. Aber ich glaube, so 10 ist ganz okay. Das heißt, 8 hoch wird der Körper, damit 2 davon der Kopf sein kann. Ne? So. Also nehmen wir... So schön, dass es hier einfach drin leuchtet auch. Ist praktisch. Hat der denn Füße oder ist das eher so ein Kleid, was der anhat und dann so ein Trichtermäßig da hochgeht? Könnten wir eigentlich machen. Ne? Ich sag mal, also so ein Kleid, so ein Gewand halt. Wenn wir das dann machen würden, müsste ich ja irgendwie gucken, dass das circa ne, so irgendwie. Sieht aus wie ein Grabstein erstmal. Ach so, verdammt. Jetzt fällt mir gerade ein, dadurch, dass wir hier eine doppelte Breite genommen haben. Wie mache ich das denn mit dem Kopf? Der Kopf wird ja nur einen breit. Wie mache ich das denn dann? Normalerweise, doof. Ah, das ist doof. Fällt mir jetzt erst auf. Wie mache ich das denn dann? Dass es halt am Ende aussieht wie, also wenn ich den Kopf zwei breit mache, dann ich muss den ja irgendwo... Dann muss ich das ein Stück verrücken. Dann sieht das, ist das zwar nicht, oh, dann ist es nicht genau mittig. Und ich merke jetzt schon in meinem Innersten, wie mich das stört, ne? Dass die Sachen nicht genau mittig sein werden. Dass innen drinne schon der kleine Baumeister sitzt und sagt, ey, mein Name ist Bob. Und was du da machst, ist jetzt schon scheiße. So, 1, 2, 3. Vier. Ach ja, wie machen wir das denn? Ich würde fast sagen 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haben wir ja gesagt, ist insgesamt das Ding groß. Ne? So, und das da ist der Kopf. Irgendwie zumindest. Dann das hier sind vielleicht dann die Schultern. Wir müssen halt gucken, dass das irgendwie auch... Na, komm. Irgendwie halt eine gewisse... Ja, auch aussieht wie eine Figur. Muss ja nicht mal ein Mensch sein, aber zumindest eine Figur, die halt nachvollziehbar etwas irgendwas darstellt.
was jetzt auch eine ziemlich vereinfachte Erklärung ist. So, das ist so eine Art Hüfte. Ist das überhaupt noch zu erkennen dann? Ja, wenn ich dann weiter nach außen gehe, dann ja. Also wenn ich so mache, dann ab dann ja, glaube ich. Hoffe ich, bilde ich mir gerade ein. Ja, das ist schon mal schlecht gewesen, schön. So. So, ich wollte eigentlich noch, währenddessen wollte ich eigentlich noch ein bisschen gucken, was ihr so geschrieben habt. Zum Beispiel, dass der Pate mich letztens irgendwann darauf aufmerksam gemacht hat, noch, dass das neue Menü links irgendwas macht. Wo ist denn dein neues Menü? Neues Menü? Wie aktiviere ich das denn eigentlich? Neues Menü. Muss ich irgendwo drauf drücken? E, nein. R, nein. T, nein. Was habe ich denn letztens gedrückt? Wenn ich wissen würde, was ich letztens gedrückt habe. Ich drücke auf 1, 2, 3, 4, 5. Nein, okay, dann nicht. Ist ja auch egal, ist für uns nicht essentiell. So, ich mache jetzt hier noch so einen drauf. Dann mache ich, nein, das wollte ich nicht. Oh, guck mal, zwei Stufen, das ist schon mal gut. Ich habe mich gerade eben schon gewundert, warum ich so eine ungerade Anzahl da habe.